Hi ihr Lieben und herzlich willkommen zu No Jump Tabata, also einem Tabata ohne Springen. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Ich bin Rebecca und heute freue ich mich riesig, dass Marlene und auch Katja mal wieder am Start sind, wir drei. Das ist echt cool. Genau, Tabata, ihr braucht nichts sonst als irgendwie eine Unterlage, weil wir werden ein paar Übungen am Boden machen. Ansonsten werden wir nicht springen. Ihr dürft natürlich jederzeit springen, wenn ihr da richtig Bock drauf habt. Und je nachdem, wie tolerant eure Nachbarn sind. Ansonsten würde ich sagen, wir wärmen uns gleich erstmal auf und starten los, verlieren keine Zeit. Welcome to Tabata. So, wir marschieren erstmal. Ganz egal auf welches Bein, es ist nicht choreografiert. Wir wollen erstmal warm werden. Zieh die Knie hoch. Genau. So, wird uns gleich ganz schnell warm. Lächeln und atmen. Nimm die Arme über die Seite. Schultern. Einmal der linke Arm. Andere Arm. Beide Schultern nach vorne. Richtig schön groß. Beweg dich einmal durch. Und marschier wieder. Knie richtig schön hoch. Spann den Bauch schon ein bisschen nach innen an. Sehr gut. Achtung, wir berühren die Knie. Zack, zack, zack. Rotier den Oberkörper mit. Bauchnabel bleibt drin. Sehr gut. Zurück zur Maschine. Knie nochmal ein bisschen höher. Wir bleiben am Tempo. Es geht nicht lange. 4 Minuten, um genau zu sein. Wir berühren die Fersen hinten hoch. Achtung. Diagonal. Bisschen schneller. Gleich mal gucken, ob die Schuhe auch sauber sind. Marschier. Sehr gut. Als nächstes machen wir ein bisschen was, um die Hüfte aufzuwärmen und zu mobilisieren. Dazu bleiben wir stehen und wir machen einen Kreis. Raus und wieder rein. Raus. Rein. Wir bleiben jetzt nur bei dem Bein. Machen später die andere Seite. Sehr gut. Bisschen größer noch. Bauch bleibt fest. Marschiere. Ganz egal welches Bein. Wir kommen gleich auf die andere Seite. Einmal von vorne nach hinten. Hopp. Tipp. Hopp. Tipp. Hopp. Wenn ihr jetzt den Fuß kaum absetzt, haben wir gleich ein bisschen Balance mit drin. Brauchen wir später auch nochmal. Sehr gut. Weiter atmen. Bauch bleibt drin. Noch ein bisschen größer. Marschier. Sehr gut. Ich hoffe, ihr seid schon ein bisschen warm. Ansonsten gehen wir gleich nochmal in Leg Curl. Ohne Arme. Und wer jetzt die Beine nochmal ein bisschen aufwärmen will, wer noch keinen Booty Boost gemacht hat, geht noch ein Stück tiefer. Marschieren. Wir wärmen gleich nochmal ein bisschen was hier oben auf, dehnen uns auf. Dazu kommen wir in eine Squat-Position mit gerader Matte, wenn es geht. Macht euch groß und wieder klein. Ganz groß, ganz klein. Macht den Brustkorb so weit, wie es geht. Gut, einmal marschieren, auslockern. Wir kommen zum ersten Tabata. Ich erkläre es euch kurz und dann legen wir los. Genau, wir haben einmal Flying Squats. Das ist ein mittiger Squat. Guckt darauf, dass der Squat auch mittig bleibt. Und danach gehen wir in eine Fliegerposition. Bein wird lang, Ferse schiebt nach oben, Arm lang für den Trizeps. Dann wieder tief auf die andere Seite. Zweite Übung ist ein Lunge Kick. Da könnt ihr was für euch variieren, wie ihr es möchtet. Wir gehen lang tief,
Kick nach vorne. Wer den Kick nicht machen möchte, kann einfach einen Knee-Lift machen oder auch einfach nach vorne auftippen. Gut, wir starten mit den Flying Squats ab jetzt. Welcome to Tabata. Fußspitzen schauen minimal nach außen. 4, 3. Pausentänzchen. 1. Auf geht's. Go, 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 go. Nehmt euch oben ein bisschen Zeit, um das Bein auch wirklich schön lang zu machen. Und achtet drauf, dass der Bauch drin bleibt. Sehr gut. 4, 3, 2, 1. So, erste Runde haben wir schon. So schlimm war es gar nicht, oder? So. Wir starten mit links nach hinten. Großer Schritt dann in den Kick. Jetzt stellt euch mal jemanden vor, der euch heute richtig genervt hat oder eine Situation und kickt sie richtig weg. Bam! So weit wie es geht. Auf geht's! Hopp! Hopp! Yes! Yeah. So, guter Start! Zweite Runde Hammer. Flying Squash, Runde 2. Los geht's! Beine müssen heute ein bisschen dran glauben. Dafür machen wir das in 2 Wochen nochmal mit dem Schwerpunkt Arme. Gut. So, die armen Mädels, die eben schon Booty Boost gemacht haben, es tut mir leid. Da müssen wir jetzt durch. Auf geht's. Jetzt stellt euch wieder etwas, jemanden, eine Situation oder auch nichts vor und kickt drauf los. Bam, so weit wie es geht. Wenn die Balance nicht will, könnt ihr auch einfach nach vorne antippen. Gut, Hälfte, Hammer. Wenn ihr eine Pulsuhr habt, achtet mal drauf, dass der Puls zwischen 120 und 140 bleibt. Schiebt die Ferse zum Himmel. Macht euer Tempo. Gut. Jetzt ist rechts hinten, oder? Ich glaube schon. Wir werden es spätestens in der Übung merken. Go! Das geht noch ein bisschen energetischer, Leute. Zack, weg damit. Bam. Sehr gut. Weiter atmen. Gut. Jawohl, streckt die Arme nochmal richtig schön. Ferse Richtung Himmel. Bauchnabel zieht ein. 4, 3, 2, 1. Gut. Bald haben wir es geschafft. Ich hoffe, eure Beine sind schon gut warm. 4, 3, 2, 1. Jawohl. Zieht durch. Auch hier bleibt der Bauch fest. So. Geht's weiter zum zweiten Tabata. Wenn ihr Lust habt, trinkt einen Schluck. Ich erkläre euch die nächste Übung. Und zwar brauchen wir Balance für Deadlifts. Ganz normal. Tief, hoch. Okay, das war's schon. Zweite Übung, Side to Side Squats. Das ist die letzte Beinübung. Versprochen. Tief bleiben. Links, Mitte, rechts. Mitte, wir bleiben immer hier. Ich weiß, es wird wehtun. Wir ziehen es durch, auf geht's. Welcome to Tabata. Wir starten mit dem Deadlift. Vorderes Bein startet, leicht gebeugt, Bauch fest, Arme stark. 4, 3, 2, 1. Go, 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 go.
Macht euer Tempo. Schieb auch hier die Ferse wieder Richtung Himmel. Schultern bleiben im Rücken. So, jetzt einmal kurz durchatmen. Los geht's. Achte drauf, dass der Rücken hier schön gerade bleibt. Schultern hinten, unten. Stolze Brust. Gut. Hinteres Bein Deadlift. Leicht beugen, Schultern zurück, Bauch rein, Arme stark. Los geht's. Wenn ihr wollt, tippt ihr unten an. Wenn nicht, dann bleibt in der Luft. Je weiter ihr das Standbein beugt, desto anstrengender. Sehr gut. Wir gehen wieder eine Etage tiefer. Nach der Übung haben wir schon die Halbzeit. Danach sind die Beine rum. Achtet hier drauf, dass ihr zu jedem Zeitpunkt die Knie rausdrückt. Stolze Brust. Mach die Wirbelsäule so lang, wie du kannst. Sehr gut. Halbzeit. Bleib weiter so gut dran. Vorderes Bein, Schultern, Bauch. Arme stark. Bleib jederzeit schön weich im Kniegelenk, im Standbein. 5 cm kleiner als eigentlich. Geht noch, oder? Oder tut schon weh? Dann machen wir auch die Pause hier unten. Wenn es nicht mehr geht, dann nicht. Weiter so. Weiter atmen, weiter lächeln. Sehr gut. Bauch, Schultern, Arme, Standbein. Sehr gut. Lass den Rücken schön gerade. Wenn ihr noch könnt. Aktive Pause. Schaut nochmal auf eure Pulse, was ihr so sagt. Ob ihr ein bisschen mehr Gas geben müsst oder ob ihr euch Zeit lassen könnt. Dann kommen wir schon zum dritten Tabata. Und zwar geht es jetzt gleich auf die Matte, zumindest für die erste Übung. Ich zeige sie euch. Und zwar einmal Mountain Climber nach vorne, einmal diagonal, einmal gleichseitig und das immer wieder wiederholen. Zweite Übung, Jumping Jacks ohne Jumping, das heißt aktive Entspannung hier oben. Okay? Wir starten auf der Matte. Mit den Slow Mountain Climbers in der Variation. Welcome to Tabata. Tabata. Bauch festmachen. 4, 3, 2, 1. Auf geht's. Mitte, Mitte, diagonal, gleiche Seite. Mitte, diagonal, gleiche Seite. Mitte, weiter so. Sehr stark. Kommt gleich wieder hoch. Ich hoffe, euer Kreislauf ist gut heute. Durchatmen, aktive Entspannung.
go, 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 go. Arme schön stark über Kopf. Bisschen bouncen dürfen wir. Ganz entspannt. Jetzt ist Runde 2 auf der Matte. Insgesamt Runde 3. Go! Sehr schön. So, ich hoffe, euch bleibt warm. Wer hier springen mag, darf natürlich in die Jumping Jacks gehen. Go, 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 go. Atme nochmal durch. Lockert die Schultern, die Handgelenke, wenn ihr es braucht. Auf geht's. Ist euch auch so warm? Ich hoffe, ich schnaufe euch nicht zu laut ins Mikro, Leute. Weiter geht's. Go, 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 go. Ich hoffe, ihr lächelt noch und atmet noch. Bald haben wir es geschafft. Die Schultern freuen sich morgen. Bauch fest. Go! Go, 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 go. Four, three, two, one. Rest. Wir haben es nicht mehr lang. Auf geht's. So, wie ihr seht, hat Marlene richtig Bock heute. Wer Bock hat wie Marlene, sei wie Marlene. Wie auch immer, Hauptsache der Bauch ist straff. Schultern tief. Wunderbärchen. Kurze Pause. Trinkt gerne was, wenn ihr es braucht. Letztes Tabata. Rainbow Plank und der Hase. Ich konnte es nicht lassen. Rainbow Plank sieht folgendermaßen aus und ihr habt Optionen. Also, entweder im Ganzen malt ihr mit eurem Hinterteil einen Regenbogen in die Luft oder auf den Knien. Zweite Übung, der Hase darf explosiv sein. Reinsetzen, Sprung. Rein, hopp. Okay? Das heißt, wir sind jetzt nur noch auf der Matte. Wir ziehen durch. Das ist das letzte Tabata. Wir starten in der Rainbow Plank. Welcome to Tabata. 4 3 Eure Option auf den Knien oder lang. Go, 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 go. Häufchen, macht euch lang. Macht euch bereit für den Hase. Setzen, springen. Hopp. Jump. Schultern, Rumpf und Beine freuen sich.
weiter atmen, weiter lächeln. Päuschen. Die letzten 6 Runden. Rainbow. Also ich werde es morgen im Bauch merken. Ich habe noch Muskelkater von Fabians Workout gestern. Hase, auf geht's. Ist zwar noch nicht Ostern, macht uns aber nichts. Na, wie läuft's? Gut? Aha. Voll gut, Leute. Weiter so. Denkt an eure Option. Ihr könnt jederzeit hier auf die Knie. Läuft bei uns. Bald haben wir es, ihr Lieben. Da muss ich das Abendessen schon verdienen. Könnt ihr noch? Ich hoffe sehr. Es ist nicht mehr viel. Gebt nochmal richtig Gas jetzt. Komm. Denkt an die Optionen. Aber selbst wenn die Knie tief sind, ist der Po trotzdem tief. Ellbogen unter der Schulter, Rücken schön lang. Lockert euch nochmal. Endspurt, komm! Der Rücken bleibt lang, Bauch ist schön fest. So, ihr Lieben, wir bleiben erstmal sitzen. Ihr dürft jetzt auch sitzen oder liegen bleiben. Ihr habt es geschafft für heute. Ich wünsche euch einen schönen Muskelkater, noch einen wunderschönen Abend und wir sehen uns bald wieder. Bis dann.